Und da sind wir wieder zurück zu Borderlands 2. Wir müssen noch ein Skekteil holen, das haben wir letztes Mal nicht gekriegt. Aber jetzt sind die sicher wieder respawned und wir können uns eines holen. Nein, schießt mich nicht ab, lasst mich in Ruhe. So. Genau. Und da haben wir schon. Die Skeks haben keine Ahnung, was ich mit ihnen vorhabe. Das wird der pure Wahnsinn. Greift mein Spiegelbild an, ihr Idioten. Gehen wir mal nach Sanctuary zurück, genau. Weil da können wir jetzt die Quest abgeben. Den Monster Mix Teil 2. Hallo Dr. Zed. Weshalb bringt... Tja, naja, lustige Geschichte. Diese Projekte, an denen ich gearbeitet habe, sie sind sozusagen weggelaufen. Tu mir einen Gefallen und leg sie um, ja? Weißt du, wenn man es mal genau betrachtet, ist es ja eigentlich deine Schuld. Ja, es ist meine Schuld. Genau. Redet auch nur Scheiße. Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Ganz auf die andere Seite. Ja, da können wir eigentlich gleich da durch. Schnell weiter düsen. Oh, was haben wir? Ein Badass Token. Sie geht uns jetzt deswegen, oder was? Nein, ich habe den Nahkampfschaden verstärkt. Das wollte ich gar nicht. So, da ist was. Da können wir nicht drüber auf jeden Fall. Wie kommen wir aber darüber? Weil da müssen wir auch hin. Es gibt nur eine Möglichkeit, warum es nicht geht. Entweder... Wir kommen erst später hin. Oder ich muss da noch eine Quest machen. Weißt du was? Dann machen wir mal die Story-Mission weiter. Was soll's? Kümmert erst später hin. Stimmt, jetzt kommen wir nicht von der Quest, die haben jetzt weitergeschickt, so wie es ausschaut. Um dahin zu kommen, wo die Sawtooth-Banditen ihre Bomben lagern, musst du durch die Guano-Grotte. Du musst dich durch jede Menge Sawtooth-Kerle durchkämpfen. Aber hey, sonst wird's ja keinen Spaß machen, oder? Ja, stimmt. Meine Slabs kämpfen seit Jahren gegen die Sawtooth. Diese Bastarde haben Dutzende Kammerjäger an Jack ausgeliefert, wenn die Kohle nur stimmte. Töte sie alle, Kammerjäger, und du wirst dabei lächeln. Der kleine Scheißzwerg.
So, bevor ich aber die Quest annehme, ich werde auf jeden Fall... Jetzt haben sie mich trotzdem erwischt. Schau's da an. Ich verschwinde. Du musst ein paar Y94 Odomo-Sprengsätze klauen, wenn du in die Stadt und den Krieger finden willst. Der Lift bringt dich dahin, wo sie sie aufbewahren. Ja. Ich schaff das schon irgendwie. Keine Angst, ich bin dann mal weg. So, stell ich mich kurz daher. Küche machen! Küche machen, sagt er. Er sprengt die wieder in dieser Welt hier habe ich Schwächen entdeckt. Dort greife ich an. Nein, lass ihn hier ruhen. Hör auf mit Leben, endlich! Und da kriegen wir jetzt auch die Quest dann oben. Wenn wir jetzt endlich mal rauffahren können. Oder runterfahren. Ich weiß es nicht. Sieht mal her, da will so ein kleiner Slapscherzkeks unseren Lift benutzen. Auf ihn! Ich hab keine Zeit für den Scheiß! Ist erbaulich. Wieder schnappt die Falle zu. Dein Tod steht bevor. Ich bin da mal weg. Ich mach da mal ein bisschen den da. Unwürdige Gegner. Ich bin dem Tod nahe. Nun muss neue Stärke her. Wünsch mir Glück und Kraft. Ist immer so schwer, die zum Treffen da. Der nervt mich da jetzt. Das machen wir da jetzt. Der Aufzug bewegt sich nicht. Du musst Mortar zur Weißglut bringen, damit er mit dem Aufzug runterkommt. Der Boombringer! Mortars heißgeliebter Kopter! Finde ihn! Du wirst dir wünschen, wir werden... Was? Was werde ich mir wünschen, ha? Auf die Tanne! Ich tu mal kurz... Meine Munition wieder aufladen. Du bist mein millionster Kunde, dass dir das nicht zu Kopf steigt. Drei Worte, mein Freund. Kein Geld zurück. Wenn kein Geld zurück ist, warum habe ich im letzten Part dann die Retour-Gutscheinchecks holen müssen? Da war es nicht. Dann müssen wir also...
woanders hin. Illogisch. Dann suchen wir den Dreckshelikopter. Für mich sein, einem psychotischen Banditenkönig und einem betrunkenen Scheiß-Scharfschützen zu töten. Ich kann spüren, wie das Ding um meinen Hals mich aussaugt. Versprich mir, dass du dich an Jack rächen wirst, solange du noch eine Kugel in deiner Waffe hast. Versprich es mir! Ich gebe mein Bestes. Holt mich doch. Eigentlich war das ein Headshot. Ja, wo scheiß auf den da hinten. Ich möchte eins klarstellen. Es geht nicht mehr um Pandora. Es geht um dich und mich. Ich werde nie ersetzen können, was du mir genommen hast. Aber deine Kammerjägerfreunde ermorden. Was ihr seht, ist nur die Stadt zerstört. Der Tod. Das wäre ein Anfang. Oh, das war ein Badass. Deshalb. Deshalb halt das so viel aus. Ö. Okay, da würde ich dann reinkommen. Beziehungsweise komme ich auch später dann wieder rein. Das wollte ich mir noch anschauen. Es gibt nichts, was Mortar mehr liebt als seinen Copter-Boomringer. Wenn du zerstörst, wird er so angepisst sein, dass er den Aufzug nach unten nehmen wird, um sich an dir zu rächen. Wie höchst erbaulich. Wieder schnappt die Falle zu. Dein Tod steht bevor.
Kopf, der ist ja schon fast kaputt. Okay, machen wir was anderes. Wieder einspielen, habe ich schon länger nicht gespielt. Jetzt treffe ich vielleicht immer gut wieder treffen. Die Frage ist, wie lange existieren die noch? Ich bin unsichtbar. Phantom inmitten der Schlacht. Bald schlage ich zu. Oh, die sind lästig. Ja, ich laufe einfach weiter. Nein, ich will die töten. Ich mache mich unsichtbar. Gleich die Munition dahin. Euer Blick trügt euch. Was ihr seht, ist nur Täuschung. Der Tod, das bin ich. Auf deine gottverdammten Krise! Es war nur Glück, du Bastard! Scheiße. Einfach. Sehr gut. Ich mach mich unsichtbar. Autsch! Es zerstört die Außenhülle! Es ist nicht so, das wird so elend, das wird so! So, wir haben alles bereinigt eigentlich. Ein Penner. Spreng den Boombringer in 1000 Stücke. Mortar wird toben, wenn sein Copter in die Luft fliegt und wird mit dem Lift runterkommen, um zu kämpfen. Oh, und wenn du Boombringer sprengst, zieh nicht in die Explosion. Geh einfach weg. Du wirst aussehen wie ein Badass. Dieser Slap hat meinen Copter hochgejagt, ohne überhaupt auf die Explosion zu sehen. Aber ich hab keine Angst. Ich komm runter und dann stirbst du. Klingt, als könntest du jetzt den Lift nehmen. Du kannst Motor beim Rauffahren gerne killen. Oh. Ups. Oh, Gott sei Dank. Jetzt hätte ich schon gehabt, ich hupf darüber. Ja, dann stellen wir uns diesen Morta, oder wie er heißt. Hey, Morta. Della. Selber drauf verletzt, aber. Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. War mir wieder ein Vergnügen.
Voll, mein Freund. Und hinauf, endlich. Dann kriegen wir die Quest da oben. Meine Jungs kommen und klauen die Sprengsätze, aber dazu muss der Luftraum frei sein. Schalte die Kopter aus. Muss man diesen Planeten runter? Brauche Versorgungstransmitter, eine Luna-Versorgungstransmitter. Banditen haben einen gestohlen, sind sie nicht? Meine Freunde sind sie nicht? Bitte hol ihn! Okay. Jetzt geht das Ganze ein bisschen. In dieser Welt hier habe ich Schwächen entdeckt. Dort greife ich an. Die Blätter fallen. Schnee fällt auf kalte Erde. Fleisch haucht Leben auf. Und tschüss, Schocknomade. Eine Granate! So, vielleicht treffen wir es ja mit einem Raketenwerfer. Mann, dieses kleine Scheißding. Ich Idiot. Ja! Doch sterben ist nicht mein Ding. Das könnt ihr besser. Gib bitte, wie viel kommen da noch? Stürz ab jetzt endlich. Jetzt markierst du die Kisten zur Abholung. Dann werden meine Jungs sie holen kommen. Sie brauchen die Sprengladung, um den Weg zur Infostockade freizusprengen. Okay, und wie markiert jetzt? Beziehungsweise, schauen wir mal kurz. Der war jetzt da hinten, oder? Ich soll da sein Haustier aufnehmen. Ah, da muss ich dann runterkommen. Okay, ja gut, das ist was anderes. Das mache ich dann also sowieso später. Dann markiere ich halt einmal da die Kisten. Ja, aber zuerst werden wir noch schnell da. Slap, bist du? Bist du gerade aus dem Trottelnest gesprungen?
Gott verflucht, machst du mich stolz! Ich glaube, ich muss noch weiter runter. Oder machen wir denn seine Quest halt später? Machen wir da unsere Story-Mission einmal fertig. Blut, Schweiß und jede Menge Ärger. Haben wir noch ein bisschen was mitgeben auf dem Weg. Ah, da haben wir schon die Schnellreisestation. Und wir müssen nach... Iridium bleibt. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Aber wir kommen ja da jetzt nicht... Wir kommen ja trotzdem nicht darüber. Na, ich bin gespannt. Meine Karren sind vielleicht nicht sicher. Verlässlich oder billig, aber... Kopf runter, Slam! Meine Jungs legen los! Das sollte reichen. Der Weg zur Infostockade ist frei. Geh rein und finde raus, wo Lilith und der Krieger sind. Und währenddessen werde ich einem Hyperion-Außenposten einen Besuch abstatten. Mal sehen, ob ich dort ein bisschen schwere Panzerung für unseren entscheidenden Angriff auf Jack stehlen kann. Red Nexus Boneyard. Schaut aber cool aus da. Kann man nicht sagen. Schaut sehr nice aus. Fertig. Siehst du das Gebäude, aus dem das Licht strahlt? Das ist die Infostockade. Wir werden dich durch die Haupt-Iridium-Pipeline reinschleusen. Geh jetzt dorthin. Jo, aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann, euer Zlavos. Tschüss, Dankeschön.